Schulz, sehr geehrte Königin, Ihre Majestät oder wie Ihre Hoheit, glaube ich, ne? Weil wir haben das selten in Chemnitz, so Hoheiten, also die Hoheit für den Wein. Und liebe Freunde des Weindorfes, die jetzt schon hier sind, wir sind sehr, sehr froh und auch dankbar, dass diejenigen in Ihrem Team, Frau Hutsch, die Firma Polster und viele andere den Mut hatten, überhaupt dieses Weindorf vorzubereiten. Sie wissen, was ich meine. Was ich wahrnehmen kann, ist wirklich, dass alles gut funktioniert. Wir merken eine hohe Resonanz in den letzten Wochen, seitdem es möglich ist, seitdem es online ist. Und die Leute rufen an, sie reservieren online. Also das Reservierungssystem wird aus unserer Sicht heraus gut angenommen. Wir haben gehofft, dass das Weinfest möglich sein würde oder auch gebankt, dass es möglich sein würde. Und jetzt ist es so, sollten alle mal herkommen, die Lust auf Wein haben und natürlich einen Tisch reserviert haben ab 17 Uhr, um zu sehen, wie schön das auch geworden ist. Weil die Tische sind sehr schön aufgestellt, man sitzt sehr schön. Also es wird, glaube ich, jedem, der das Weinfest mag, wird es sehr gefallen. Und ich bin also erstens froh, dass wir es machen können. Ich hoffe, dass alles gut geht. Und zweitens, dass das so gelungen ist, das Weinfest trotz dieser Bedingungen so schön zu machen. Musik